Bitches. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und zwar heute zum 30-Fragen-Tag. Und mit dabei ist der Passi, der mir die Fragen stellt. Hey! Na? Und wir spielen nebenbei Hide & Seek so ein bisschen so Gameplay. Erik ist so dumm, um die Audio aufzunehmen, deswegen machen wir es jetzt noch mal zum zweiten Mal. Ja, also ich bin ja professionell, wie ihr alle wisst, und deswegen habe ich... Oh, falsche Map, ist ja gut. Warte, wo muss ich als Eisenblock hin? Hinter dir und dann nach oben in diesen Raum. Mit den gut, dass ich erstmal falsch gelaufen bin. Ja, gut, dass ich jetzt einfach alle meine Verstecke in dem Video zeige, aber jo, mich auch nicht. So, auf jeden Fall. Ja, ist doch egal. Du, ja, ist auch echt egal. Ja, okay, hast recht. Was soll ich jetzt sagen? Ach ja, genau, ich wurde getaggt von Nave. Was ist mit Angela Merkel? Was? Ich wurde auf jeden Fall von NaveTube getaggt und von Eiska, Scheißka, Reiska, Gayska, was auch immer. Und ja, auf jeden Fall haben mich die beiden getaggt für denselben Tag, für den 30-Fragen-Tag. Und deswegen mache ich den jetzt mal und Passi wird mir die Fragen stellen. Aber erstmal, ihr habt wahrscheinlich gesehen, ein neues Intro. Was ist da los, Erik? Warum Bitches? Nesthype, der Typ, der mir mein altes Intro gemacht hat, der meinte so, ja Erik, soll ich den Remakes machen? Oder so ein Remake, glaube ich, heißt das, ich weiß aber nicht. Da meinte ich so, ja okay, weil der hat eh keine Hobbys, der rendert den ganzen Tag eh nur Intros. Ja, ist aber echt so, er hat mir schon 4 Intros oder so gemacht. Naja, und auf jeden Fall hat er mir halt das Neue gemacht und ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es findet und so, und ja. Also ich finde, das ist rot. Ja, es hätte ein bisschen roter sein können, vielleicht der Hintergrund, aber ist auch also egal. Von mir aus hätte auch, ne, der Schatten hätte auch rot. Eigentlich alles rot, ja. Naja, okay, auf jeden Fall jetzt 30 Fragen-Tag. Fang an mit der Scheiße, sonst lade ich so lange hoch. Nein, ich muss so lange hochladen. Lebt Hub und die Computer. Ich habe einen Laptop und einen Computer. Das ist genau dasselbe, was ich eben gelabert habe, merkst du? Ja. Auf jeden Fall, ich habe einen Laptop und einen Computer. Ich habe beides und ich muss sagen, das einzig Gute an dem Laptop ist, dass man ihn überall mit hinnehmen kann, zum Beispiel zu Freunden für eine LAN-Party oder auch in die Schule, um eine Arbeit vorzustellen oder so. Aber ansonsten hat ein Computer eigentlich nur Vorteile, weil er ist halt robuster, man hat im Endeffekt meistens mehr vom selben Geld. Man kann eine Flasche daneben stellen, die ist danach kalt. Kann man das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Sein PC schon. Oha, ich habe so einen kleinen USB-Kühlschrank, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema ist jetzt die zweite Frage. Nee, gar nicht wahr. Ich finde Computer besser. Weil, ja, habe ich schon erzählt, jetzt mach weiter, Mann. Mc's oder Burger King? Mc's, weil es gibt von Mc's Gutscheine. Und dann bin ich ja Sparfox und Spar und es gibt, es Mc's ist cooler, ja, einfach so. Deo Roller oder Deo Spray? Deo Spray, weil Deo Roller ist, habe ich etwas durcheinander gebracht? Nein, Deo Spray, weil Deo Roller ist übelst unhygienisch, wenn man bedenkt, dass man einfach so, ja, mit seinem Schweiß, wenn man schwitzt oder so nach dem Sport, dann nimmt man Deo-Roller und dann wieder nach dem Sport und wieder nach dem Sport und es ist einfach immer derselbe Schweiß, der immer mehr wird und dann ist irgendwann eine Kruste. Nein, ist eklig. Aber wenn ich die Chance hätte, würde ich lieber duschen, weil duschen ist das Beste, ist besser als Deo und ja, deswegen duschen. Deo-Spray. Äpfel oder Erdbeeren. Beides toll, beides schmeckt super gut, aber ich esse mehr Äpfel, weil... Weil du in der Schule immer Äpfel dabei hast. Gut, ich würde sagen, du machst die Tag einfach alleine und ich gehe jetzt 11k. Okay. Katze oder Hunde, Erik hat beides, kann sich nicht erhöhen. Oh Gott. ja gut, genau, also ich habe halt beides und kann mich nicht wirklich und entscheiden. Und frisst alles, was... Ja, okay. Das kommt aber raus, wenn man schnell essen gehen muss und dann vor allem meine Mutter, nee, gar nicht, war mein Vater, kommt so rein, klopft so erstmal so, Erik, Essen ist fertig, ne? Vor allem meine Eltern, ne? Ich könnte den eigentlich mal, weil, und Spaß, kennst du das? Die sind einfach komplett zu dämlich, die wissen nicht, wie eine Tür zugeht, die wissen es einfach nicht. Ja, vor allem, die machen die Tür auf, Erik, Essen, und lassen sie einfach so weit, so scheiß weit auf, wie es geht. Und du auch den Türstopper reinmachen. Oder wenn sie die Tür mal zumachen, ne, dann ist es bei mir immer so. Klopf, klopf, Erik, ich nehme Headset runter, was? Und dann geht's und dann klatsche ich schon die Tür wieder zu. Keine Ahnung, ja. Was die wollen. So behindert, ne? Aber egal, wir schweifen schon wieder vollkommen ab. Was ist das hier eigentlich? Nächste Blond Frage. Oder braun? Hau raus. Ich weiß die Antwort. Ich hab doch schon gesagt, blond oder braun. Ja, aber du weißt auch die Antwort. Ach so, ich soll die Antwort raushauen. Erik hat so ein Straßenköterblond und genau. Deswegen ist es eher so beides. Und ja, dann kommt Süßes oder herzhaftes Essen. Erik mag lieber herzhaftes Essen, weil da Haft drin ist.
Alter. Lego oder Playmobil. Erik war in seiner Freizeit immer noch mit Lego. Also Lego. Ja, ich habe mir letztens erst den Todesstern von Star Wars gekauft. Da sitze ich halt immer noch dran. Jeden Abend eine Stunde. Nein, natürlich nicht, aber ich habe früher viel mit Lego gespielt und Lego ist toll. Toll, toll, toll. Nike oder Adidas. Ja, hau raus. Ich finde den letzten Blumenkopf nicht, Alter. Richtig der Abfuck. Erik hat nur Adidas-Schuhe und der findet das Nike-Zeichen zwar cooler, aber nur... Slav, was ist Adidas-Schuhe? Habe ich nie gesagt. Ja, jetzt auf einmal. Hä, ich habe wirklich keine Adi. Keine Ahnung, von welcher Marke die sind. Ich weiß nicht, ob die eine Marke haben. Die sind von King. Ich weiß echt nicht, ob die eine Marke haben. Erik mag das Nike-Logo lieber. Er findet auf Fußballschuhen sieht es richtig, richtig toll aus. Ja. Aber er hat ganz viel Adidas-Zeugs, also mag er Adidas lieber. Ja. Dann iPhone oder Samsung Galaxy. Er hat selber das Samsung Galaxy S4 Mini und das ist sein Leben und das mag er am meisten, also Sumsang. Dann Party oder Chillen. Erik findet Chillen cooler, weil Chillen für ihn wie Party ist und er findet Party cooler. Das habe ich auch nie gesagt, aber mach mal Schwamm drüber. Subway oder KFC. Erik mag lange Sandwiches, also oh Subway. Gott, Alter, was? Ich antworte lieber wieder selber, komm in 7. Links- oder Rechtshänder. Sind wir stehen geblieben? Ach ja, also, Rechtshänder. Ich finde Rechtshänder nicht besser, aber ich finde Rechtshänder kommen in 7 übrigens. Weil Rechtshänder ist es halt alles in der Welt ist für Rechtshänder ausgelegt. Ich meine, Mäuse zum Beispiel, also größtenteils jedenfalls. Und ich kenne einen Linkshänder, das ist der Simon. Schöne Grüße, Simon, ich hab dich ganz doll lieb, Paps. Und auf jeden Fall, ja, er spielt einfach komplett total behindert irgendwie Minecraft. Er spielt irgendwie mit den Pfeiltasten oder hey, so. Ich rausgegangen. Du bist so ein Spasti. Kannst du dir einen Block aussuchen? Nein. Ich hab mir gerade schon wieder draufgeklickt und dann bin ich irgendwie wieder auf den Schleimball gekommen. Oh Mann. Okay, Cola oder Fanta? Ich bin Cola-süchtig, Cola. Ich bin wirklich Cola-süchtig, wenn ich keine Cola hab, sterbe ich. Das ist mein Ernst. Wirklich nicht witzig. Horror oder Liebesfilme? Hau raus, weißt du auch. Erik mag beides nicht, deswegen ritzt er sich die Augen raus und deswegen Horrorfilme. Ja. Nintendo. Mir fällt gerade ein, ich habe auch Titanic. Nintendo oder PlayStation. Erik mag nur Nintendo. Er hat DS, 3DS und Wii, ne? So war das doch. Alter, du weißt schon alles über mich. Das ist richtig krass. Canon oder Nikon? Jetzt sagst du wieder. Nikon. Canon oder Nikon? Ich habe eine Nikon Cam, also so eine Digicam und die ist voll geil. Und ich finde die Werbung von Nikon auch immer richtig geil. Keine Ahnung, aber ja. Kino oder DVDs? Wenn man schlau wäre, würde man sagen DVDs, weil man sich den Film dann öfters anschauen kann. Für, ich glaube, dasselbe Geld, oder? Wie teuer ist Kino? 10 Euro? Keine Ahnung. Ich bezahle das meistens nie. Ich gehe mal mit Leuten in diesen Film, ich bezahle das Geile. Okay, ja, also. Oder Geburtstag? Weihnachten, weil... Nächste Frage. Weil es da immer so gut riecht und Erik ganz ja, und mag. Ich bin so richtig fett. Das ist immer richtig geil, weil vor allem ich habe so ein richtig widerliches Foto gesehen, ne? Da ist auf der einen Seite so ein Weihnachtsmann, so ein Schoko-Weihnachtsmann und auf der anderen Seite ist es ausgepackt und es sieht einfach aus wie so ein Penis, weil der Kopf ist so ab, der steht halt so ein bisschen, der ist halt ein bisschen breiter auf einmal, weißt du? Der Hals wird schmal und dann wird der Kopf wieder breit. Zocken oder skaten? Also Erik ist die ganze Zeit draußen am Skaten. Da ist auch gerade in Wirklichkeit an seinem Handy und ne? Hört er ja auch hoffentlich im Hintergrund. Er hat ja auch hoffentlich hier seine GoPro oder whatever dabei. Was ist los mit dir? Gott. Nacht oder Tag? Nacht, alles ist besser nachts. Man kann schlafen, man kann besser lernen, man kann besser spielen, man kann besser The Walking Dead schauen. Also das macht keinen Spaß am Tag zu gucken. Also Nacht, ja, definitiv. Beziehung oder Single? Da waren wir stehen geblieben als letztes, oder? Nein, bei Disney oder Looney Tunes, was danach kommt. Ja, genau. Also, natürlich sind Beziehungen viel schöner, wenn man so richtig so ein Kuscheln und so ein Knutschen hat und so bla bla bla. Aber ich bin im Moment Single, was auch geil ist, weil man kann Leuten knallen. Was? Nein, also ist ein Beziehung sind geiler. Disney, weil ich mag das, wenn die richtig viel singen. Nein, Spaß. Also ich find Disney, ich weiß nicht, Disney ist halt so ein... Die haben zum Beispiel Flucht der Karibik rausgehauen, also den ersten Teil, weil die anderen sind scheiße, aber... Da singen die sogar auch. Echt? Was glaubst du? Die singen doch irgendwelche Matrosenlieder oder nicht auf ihrem Schiff. Und dann... Ach doch, aber das ist erst in Teil 3. Trotzdem singen die. Alter, hast du das gehört? Was? Das die rennen die ganze Zeit Leute an mir vorbei, sogar du auch. Nein, du hast mich gehauen. Ja, ich hab dich gehauen.
Ja, weil du so unauffällig da bist. Das tschüss. Das hat mich erschreckt. Weil ich will nur da raus. Ich töte dich. Ey, jetzt glitch ich in der Wand. Tschüss. Mann, dieser Spaß, die macht einfach die Türen zu, wenn ich da rein. Ja, kann ich jetzt einfach nächste Frage machen, ey. Ja, okay. Ich verliere aber schon wieder, ne? Apfel oder Mikroschuft? Was? Apple oder Microsoft? Achso, Microsoft. Weil ich finde Apple unglaublich untermenschenmäßig. Ja, also Microsoft. Baden oder duschen? Duschen. Baden ist für Mädchen und für... Nein, Spaß. Also ich finde, duschen ist schneller und ist cooler. Batman oder Spider-Man? Batman auf jeden Fall. Der zweite Batman, das war einfach der göttlichste Film, den es jemals gab. Der dritte ist auch gut. Der erste ist auch nice. Und ich finde Amazing Spider-Man richtig scheiße. Aber den normalen Spider-Man fand ich auch ganz cool. Ja. Aber ich finde, Batman ist auch so der realistische Superheld, finde ich. Weil der hat halt nur Money und keine Superkräfte. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Dunkin' Donuts, weil Donuts sind cool. Und Starbucks, da gibt es so Kaffee, oder? Ja. Ja, ich trinke keinen Kaffee, ist nicht so geil. Gestylte Haare oder Mütze? Beides nicht, Erik hat keine Haare. Nee, nur Platz, ich bin Nazi. Nein, also auf jeden Fall. Was? Es ist ja bald Winter. Ich glaube, die Glitches sind hier wieder drin. Also es ist ja bald wieder Winter und deswegen würde ich sagen Mütze, nee. Weil dann ist der Kopf schön warm. Also Mütze, ja. Okay, dann Manga oder Comics. Was gefällt dir mehr? Ich finde Manga ist eigentlich voll doof. Aber ich lese auch keine Comics. Ich sag trotzdem YouTube. Comics, weil ich finde Mangas scheiße. YouTube oder Fernsehen? Das ist die letzte Frage, oder? Nein, nice. Du schaust gerade AsiTV. Hä? Ich habe noch eine extra Frage erfunden. Achso, okay. Also, ich würde sagen YouTube, weil es gibt nichts Gutes im Fernsehen. Und wenn es was Gutes gibt, dann wird es von Werbung zerstört. Und zwar komplett. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass man nur 10 Minuten Werbung pro Stunde halt Fernsehen machen darf. Aber dazu kommt denen noch von den ganzen Sendern da, keine Ahnung, heute um 20:15 Uhr, heute um 22:15 Uhr, heute um 23:47 Uhr, heute um, keine Ahnung wann. Das geht einfach nur richtig auf den Sack. Und vor allem die Werbung, das ist immer Autowerbung oder eine Parfümwerbung oder für irgendeinen Bausparvertrag oder es juckt mich einfach einen Scheiß. BH-Werbung? Nein, nur Haarwerbung. So. Ach so. Ja. Haarzeugs für was weiß ich wie. Für deinen Hund. Ja. Okay, jetzt. Die wichtigste Frage. Keks oder Bäume? Keks oder Bäume? Ja. Hey, Kekse natürlich. Okay, finde ich gut. Oh, du bist tödlich, tödlich einfach. Erik isst gern Kekse. Oh mein Gott, du bist ernsthaft gestorben? Ja. War der letzte. Oh shit. Oder war ich der letzte? Hä? Da waren noch drei Leute, aber ich glaube, die glitschen, weil ich habe die nicht gefunden. Okay, GG auf jeden Fall. Ich habe zwei Runden hintereinander verloren, Alter. Richtig bad Gameplay. Na, egal. Auf jeden Fall war es jetzt mit dem 30-Frage-Tag. Ja, ich hoffe, er hat euch soweit gefallen. Geht alle zu mir auf meinen Kanal, pusht mich. Ich heiße RiceBladeHD. Nein, Spaß. Okay, ja. Was ich sagen wollte ist, normalerweise taggt man jetzt andere Leute. Aber Erik ist zufrieden und hat keine Freunde außer mich. Also taggt er niemanden. Nein, ich habe eine bessere Idee. Also, du taggst deine meine Katze. Meine Idee ist es... Nein. Doch. Meine Idee ist... Nein. Meine Idee du ist darfst es... nicht reden. Dass ihr... Ich mute meinen Sound gleich einfach. Also, meine Idee ist es, dass ich ja relativ zuschauerbezogen bin. Und deswegen... tagge ich einfach jeden Zuschauer, der das möchte. Also ihr könnt von mir aus ein Video machen und mir das irgendwie in die Kommentare posten, glaube ich, weil Videoantworten gehen ja nicht mehr. Aber ihr könnt mir das Video auf jeden Fall in die Kommentare schicken. Bleib mal stehen. Wenn ihr den Tag gemacht habt, ja okay, lass mal hier hinstellen, so. Cool. Nee, warte. Ist der wieder im Fett, mich raste aus. Das gucke ich mir jetzt nicht an. So, also auf jeden Fall tagge ich einfach alle von euch. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr den Tag machen als Video zum Beispiel und dann als Antwort hier irgendwie die Kommentare schicken oder so. Und ihr könnt ihn auch einfach so halt, also die Fragen sind ja in der Beschreibung und die könnt ihr einfach kopieren und dann halt einen Kommentar schreiben und eure Antworten dazu schreiben. Und ihr könnt auch nur eine Frage, die ihr irgendwie besonders cool findet oder so, oder zu der ihr viel schreiben könnt, irgendwie eine Geschichte oder so, könnt ihr auch schreiben. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen und ja, du bist der Gast, du musst das Hashtag aussuchen. Also noch eine Sache, wenn ihr das macht, Erik backt für euch immer persönlich einen Kuchen, kommt dann zu euch und liefert ihn bei euch dann auch ab und so, ne? Da kann also, ich jetzt Geschichten ich erzählen. Habe ich dir die Geschichte erzählt? Ja. Oh shit. Die habe ich sowieso mal hochgeladen gleich, egal. Also, mach weiter, ja. Hashtag? Also, ihr schreibt jetzt alle Hashtag Keks in die Kommentare, weil ich dabei bin. Und ich mag Keks. Okay, ja, weil du auch einen Keks-Skin hast und so, ne? Nee, aber gerade nicht. Ja, ach nee. So, auf jeden Fall Hashtag Kicks, wenn ihr ein bisschen geschaut habt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Intro gefällt. Wenn ihr mehr mit Passi wollt, dann nö, einfach nein. Mit dem habe ich keinen Bock. Okay. Und okay.
Okay. Ne, also wenn ihr mehr mit Passi wollt, dann auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, weil ist ja richtig der Knuffel. Keiner will mich. Ich werde die ganze Zeit nur von dir hoch. Stimmt schon. Ist aber echt so, ne? Du bist der ungespielt und ich bin Broken Thumbs, obwohl ich alleine bin. Und nicht witzig. Hä, stimmt aber, das ist doch so. Ja, wahrscheinlich. Du bist einfach nur broken, ne? Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann schaut einfach mal. Was laber ich für einen Scheiß eigentlich? Tschüss. Schaut die anderen Videos. Alter, ich verkacke hier alles. Wenn euch das Like gefallen hat, lasst ein Video nach oben da. Nein. So, auf jeden Fall, wenn euch das Video so weit... Abonnieren nicht vergessen. Das ist einfach... Ich habe einmal einen Gast dabei und komplett alles wird behindert. Deswegen nehme ich alleine auf. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann... nicht das Hashtag Keks vergessen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, hoffentlich gefällt euch das Intro und ciao, ciao, lasst euch nicht von AIDS entdecken. Okay, das war gut, oder? Ja.